Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und heute werden wir mal auf die fehlenden Kanäle eingehen, die ich ja im letzten Video nicht bewerten konnte, weil es einfach zu viele waren. Und ja, den Rest werden wir uns auf jeden Fall heute anschauen. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, dass ich mir auch euren Kanal angucken soll. Und dann kriegen wir das hin. So, wir schnappen uns unser Headset und dann geht's direkt auch los. So Leute, wir sind beim ersten Kandidaten. Der erste Kandidat ist der F. Cooper Gaming TV. So, und was mir als erstes auffällt, ist natürlich, du hast einen Kanal. Trailer finde ich sehr geil, gucken wir uns gleich an. Aber was mir auch auffällt, ist natürlich der Kanalbanner. So, und da gibt es einige Sachen, wo mir gerade Fragezeichen in den Kopf schießen. Denn ich verstehe gerade erstmal nicht, wieso hier unten so ein schwarzer Rand ist. Vielleicht damit deine Social Medias besser zur Geltung kommen, das würde es erklären. Des Weiteren, warum hier ein weißer Rand ist an der Seite. Ich vermute einfach mal, dass das Bild oder der Hintergrund nicht zentriert worden ist, dass deswegen dieser weiße Rand beim Speichern geblieben ist. Gut, ist jetzt erstmal nichts Tragisches. Außerdem fällt mir auf, dass der Umhang hier abgeschnitten wurde. Wahrscheinlich, weil das Originalbild entweder nicht weitergeht hier oder weil es aufs Handy angepasst ist. Weil ich denke mal, auf dem Handy wird das hier abschließen, das Bild. Dann würde man das nicht sehen. Aber auf dem PC geht es halt weiter, ne? Und da sieht man es dann halt. Ist aber alles erstmal nicht so dramatisch. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass die Schrift so klein ist und schwer zu lesen ist. Ich sag dir auch, warum das schwer zu lesen ist. Für mich jetzt. Weil erstmal die Schrift in einem Weiß geschrieben wurde, klar. Mit einem Verlauf nach Grau hin, nach oben. Was sehr schön ist. Aber durch diese Umrandung, durch dieses Türkis, finde ich es für die Augen echt unangenehm, das zu lesen. Und ich hätte auch eine andere Schriftart genommen, weil das K und U in Verbindung aussieht wie KY. Sieht aus wie Cooper Gaming. Und man hätte die Schrift auch was größer machen können. Aber gut, das sind alles nur Vorschläge von mir. Kannst ja mal drüber nachdenken. Auch das Hintergrundbild, finde ich, ist echt verpixelt. Ich sag mal so im Vordergrund, die Charaktere sind alle echt gestochen scharf. Aber hier im Hintergrund, diese Linien sind echt verpixelt. Ich weiß nicht, ob das Originalbild so schlecht von der Aufnahme her war. Oder ob es einfach stark vergrößert wurde, dieses Bild. Keine Ahnung. Wie gesagt, am Kanalbanner würde ich ein paar Sachen ändern. Aber wie gesagt, ist alles nur meine Meinung. So, dann gucken wir mal weiter. So, wir gucken. Okay, Kanaltrailer gucken wir uns gleich an. Ich wollte jetzt eben kurz in die Kanalinfo reingehen. So, Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen auf F. Cooper Gaming TV, den Kanal, wo ich für euch spiele. Ich bin der Cooper, ein Spitzname aus Kindertagen. Den Kanal, wo ich für. Ich würde hier dem draus machen, oder? Hallo und herzlich willkommen auf F. Cooper Gaming, dem Kanal, wo ich früher spiele. Klingt für mich besser. Den Kanal, wo ich früher spiele. Okay. Mein Ziel ist es, euch Spiele zu zeigen, euch zu unterhalten und vielleicht auch ein Spiel vorzustellen, von dem ihr euch nicht sicher wart, ob ihr es euch holt. Aber natürlich bin ich kein perfekter Spieler, also werde ich auch failen. Was? Also werde auch ich failen oder mal was übersehen. Daher brauche ich auch eure Hilfe. Okay, das soll wahrscheinlich also heißen, also hast du das O vergessen hier. Daher brauche ich auch eure Hilfe, also müsst ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Ich finde doch den Ausdruck müsst ihr mir in die Kommentare schreiben nicht so toll. Also daher könnt ihr mir in die Kommentare schreiben oder so. Dieses müsst ist wieder so wie so ein Zwang, das weiß ich nicht. Wie so ein Befehl quasi. Sagt mir, wie es euch gefällt, wie ihr das Spiel findet oder wenn ihr was wisst, was ich übersehen habe. Beteiligt euch, unterstützt mich und bringt euch voll ein. Ich freue mich über jeden, der voll dabei ist. Meine Hauptplattform ist die Nintendo Switch, die Blockbuster, aber auch alte Spiele, die nochmal neu für die Switch überarbeitet wurden. Ja, sehr geil. So, ja, wie gesagt, Social Medias hast du hier oben. Hast du hier unten auch verlinkt, sehr schön. Übersicht. So, jetzt sollte ich mir den Kanal-Trailer einmal angucken.
Also okay, also ich finde es okay, aber ich finde es immer besser, wenn im Kanal-Trailer halt Szenen gezeigt werden, wenn ein bisschen gesprochen wird oder wenn ein Text kommt oder so, wenn du ein bisschen was von deinen Spielen, von dir selbst so vorstellst. Das ist jetzt im Prinzip nur eine Aneinanderreihung von Clips, die du gedreht hast. Ja. Aber hier gut, hier steht auch mein erstes Kanalvideo. Ich weiß auch gar nicht, was du sonst so machst. Aber wie gesagt, für den Anfang finde ich es okay, damit du was zeigst. Aber in Zukunft würde ich vielleicht gucken, dass du ein bisschen Text mit einbaust, vielleicht ein bisschen sprichst oder so und ein bisschen was von dir erzählst. Einfach ein bisschen, ne? So, jetzt wollte ich mal eben in Playlist reingucken. So, Playlist hast du: Pokémon Schwert, Luigi's Mansion 3, Final Fantasy, Yoshi's Crafted World. Okay, auch schön, auch sehr viele Videos drin. Wir gehen jetzt einfach mal auf Videos. So, Thumbnails. Thumbnails machst du auch. Jetzt gucke ich gerade mal. Okay, hier unten verändert sich immer was bei Pokémon Schwert. Okay, Luigi's Mansion 3. Okay, machst du eigentlich ganz vernünftig. Sieht eigentlich ganz cool aus. So, okay, wir gucken jetzt einfach mal irgendwo rein. Ich gucke jetzt einfach mal ins letzte Luigi's Mansion Video rein, weil Luigi's Mansion würde ich gerne auch selber spielen. Habe ich noch nicht gemacht, aber na gut, wir gucken einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal f.coopergaming.tv. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, ich habe eine kleine Pause eingelegt. Aufgrund von privaten Umständen, mein Sohn war krank, ich hatte viel um die Ohren, deswegen klappte das leider nicht so. Mein Laptop wollte auch nicht so, wie ich wollte, weswegen ich jetzt auch einen neuen Rechner habe. Aber jetzt bin ich wieder da und ich freue mich weiterzumachen mit Luigi Mansion 3. Wir hatten ja beim letzten Mal unseren ersten Luigi-Heldenfilmdreh gegen das Godzilla-Geistermonster und haben es bravios bestanden. Wir haben jetzt unseren Knopf. Wobei ich aber irgendwie noch das Gefühl habe, da wir den Geist nicht gefangen haben, dass wir hier noch einiges zu tun haben. Aber ich will jetzt erstmal den Knopf natürlich in den Fahrstuhl einsetzen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt der neue Part. Ihr habt euch hoffentlich schon wieder drauf gefreut. Wenn ja, zeigt es mir. Schreibt mir gerne was in die Kommentare oder von mir aus smash den Daumen nach oben. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Auf alle Fälle geht's jetzt mit dem Part weiter. Oh, oh yeah. So, an der Stelle machen wir mal ganz kurz Pause. Also ich finde echt cool, wie du die Leute begrüßt, wie du sprichst, was du erzählst und so, wie du das Ganze darstellst. Finde ich echt cool, macht echt Spaß zuzuhören. Auch, dass du hier unten deinen Abo-Button einblendest und so, auch mit dem Smash, den Like-Button und so, finde ich auch sehr cool. Da alles cool gemacht und ich werde mir das Video auf jeden Fall weiter angucken. Aber wenn ihr das Ganze sehen wollt, wenn ihr mehr von F. Cooper Gaming sehen wollt, dann checkt seinen Kanal aus. Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, der nächste Kandidat ist Moreno TV. Alle mit TV heute, ey. Mein Gott, okay. Macht auch Gaming. Ich sehe gerade GTA schon. San Andreas, Pokémon Schild, Evil Within. Wir gucken gleich auf jeden Fall rein. Banner ist immer so mein Ding. Das ist immer so das, wo ich darauf achte. Livestreams machst du auch auf Twitch, wie ich sehe. Deine Social Medias verlinkt hier oben. Okay. Dein Banner sieht auch ganz cool aus. Sehr geil designt auf jeden Fall. Aber hier unten hätte ich eventuell darauf geachtet, dass du das Bild im Hintergrund vielleicht mit einem schwarzen Balken oder so versiehst, damit die Social Medias besser zur Geltung kommen. Ich finde ja immer so, es ist okay, auch wenn es viele Farben hat und so, wenn es so bunt ist wie hier. Aber hier unten die Social Medias kommen auch wieder schlecht zur Geltung, ne? Das hatte ich letztes Mal auch schon bei irgendeinem kritisiert, weil das ist so vollgeballert, der Banner, dass man hier unten das kaum erkennt. Allein schon durch diese Mitte hier, durch dieses ganze Lila und Gelb und so, das ist natürlich, das ist so ein Eyecatcher halt, ne? Und hier unten, das kommt echt schwach zur Geltung. Zumal die ganzen Buttons ja auch noch blau, gelb, lila und, ne, also
Deswegen hätte ich da so einen schwarzen Balken einfach ins Bild eingebaut, dass man hier genau nichts hat, also keine Farben, dass das besser zur Geltung kommt. Aber gut, das ist der einzige Kritikpunkt eigentlich, weil der Rest, finde ich, sieht echt stark aus. Obwohl ich sagen muss, dass ich das jetzt auf dem Monitor, so wie ich es jetzt hier sehe, ein bisschen unscharf rüberkommt. Ich weiß auch nicht, ist das eine Schriftart oder hast du es selber gezeichnet? Es sieht aus, als wäre es gezeichnet. Es sieht wirklich sehr cool aus. Nur halt ein bisschen unscharf, als wenn es vergrößert wurde oder so, keine Ahnung. Aber es sieht echt, echt geil aus. Es ist echt cool. Also wenn es alles so gemalt ist, sieht echt cool aus. Gefällt mir. So, Kanaltrailer hast du nicht. Auch nicht schlimm. Wir gucken jetzt mal in Kanalinfo rein. So, okay. Hier haben wir mal einen schönen strukturierten Text. Aber mal gucken. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Danke an jeden, der aktiv auf meinem Kanal ist. Ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht und wenn ich euch unterhalten kann, dann lasst doch gerne ein Abo und seid aktiv. Achso, lasst gerne ein Abo da und seid aktiv. Das würde mich sehr freuen. Ich sollte vielleicht auch alle Wörter lesen. So, streame zurzeit viel Fortnite, aber habe definitiv noch mehr Spiele zum Streamen am Start oder im Voraus zu planen. Auf welche Spiele hättet ihr aber dann mal Bock im Stream zu sehen? Schreibt es in die Kommentare unter einem der Videos. Auf jeden Fall danke im Voraus und ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal. Support ist kein Mord, wisst da Bescheid. Okay, alles klar. So, dann gucken wir mal in die Playlist rein. Okay, Playlist hast du noch. Oh, du machst auch mit Facecam. Sehr cool, da bin ich gespannt gleich. Resident Evil 2, das finde ich sehr gut. Da werden wir gleich reingucken, Resident Evil 2, definitiv. Nicht nur, weil ich selber halt Resident Evil 2 Speedruns gemacht habe und so. Da werden wir gleich auf jeden Fall reingucken, das interessiert mich. So, wir gehen auf Videos. Auch cool finde ich dein Logo. Dein Logo sieht auch sehr, sehr geil aus, habe ich noch gar nicht gesagt. Aber ich finde es echt cool gemacht mit deinem, also mit dir selbst als Comicfigur. Wollte ich auch schon immer mal machen von mir. Habe ich nie gemacht, warum auch immer. So. Wollen wir denn Resident Evil? Komm, ich will Resident Evil sehen. Also deine Thumbnails sind auch sehr cool gemacht. Sehr bunt, was aber auch natürlich an Pokémon liegt. Aber auf jeden Fall cool zu lesen. Also Pokémon Schild kann man natürlich sehr gut lesen. Hier unten die Zahl ist okay. Die ist schön groß. Kommt immer aufs Hintergrundbild an, ne? Du machst halt immer auf demselben Punkt. Also immer hier unten links. Schön. Hier kommt es natürlich gut zur Geltung, weil eine weiße Figur im Hintergrund ist. Hier ein bisschen weniger gut, weil hier auch wie eine Straße ist oder was das da ist. Hier kommt eine Straße, wo hier so, ja, der Beton so rötlich aussieht. Da kommt die Zahl nicht so gut zur Geltung. Hier geht es wieder besser. Alles kein Problem. Alles ganz gut eigentlich. Hier kommt es auch sehr gut zur Geltung. Okay. Wo ist denn Resident Evil? Sonst muss ich tatsächlich auf die Playlist gehen. Fortnite, hier, Resident Evil. Ein Video Resident Evil? Also hier, das ist noch eins. Hast du nicht vier Videos gemacht von Resident Evil? Okay, ist egal. Wir gehen jetzt einfach hier auf ein Video drauf und nehmen dieses hier. So, Munition wird überbewertet. Auf in den Kampf. Let's play Resident Evil 2 04. Okay, da habe ich irgendwas übersehen. Egal. So, wir gucken uns auf jeden Fall Resident Evil 2 an. Das interessiert mich auf jeden Fall mega. Und let's go. Yo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Moreno. Willkommen im Video. So, was ihr hier seht, ist Resident Evil 2. Ich komme leider nicht vorwärts mit meinem Livestream für GTA San Andreas. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Deswegen als Ersatz den Resident Evil oder das Resident Evil Video. Wir sind irgendwo stehen geblieben im Livestream von Resident Evil. Ich weiß selbst gerade gar nicht, wo wir sind. Ich glaube, ich habe das mal irgendwann die Tage weitergespielt, weil wir bei dem Endboss irgendwo waren und ich bin da nicht weitergekommen. Und dann habe ich das einen Tag mal so weitergespielt, dass ich mit dem Endboss weiterkomme. Und bis jetzt weiß ich halt leider nicht, wo wir gerade sind. Deswegen gucken wir jetzt mal gemeinsam rein und schauen mal, wo wir jetzt gerade sind und stehen. Okay. Also das ist schon etwas länger her, als ich den Livestream gestartet hatte. Und jetzt haue ich das einfach mal als Video raus. Das ist unsere Truhe. Okay, wir haben hier einen Hebel, eine Kurbel. Mhm, für die Bibliothek. Munition haben wir leider keine. Rotes Kraut. Wollen wir nochmal ein rotes Kraut mitnehmen? Achso, und ich habe gesehen, diese Symbole mit dem Haken, die kann man eigentlich komplett aus dem Spiel rausschmeißen. Aber gut, lassen wir erstmal drin. Wer weiß, ob man das trotzdem nochmal braucht.
Nein, ich will nichts herausnehmen, aber das rote Kraut, das nehmen wir mal mit. Wir haben ja noch 4 Plätze dann frei. Also, falls du gerne Tipps haben möchtest für das Spiel, weiß ich, ob du das noch spielst oder ob du jetzt schon durch bist mit dem Spiel, du brauchst nicht viel Munition in Resident Evil, ne? Einfach eine Kugel auf Kopf und laufen. Du brauchst die Zombies gar nicht zu töten. Also, es ist nur ein Tipp von mir. So, ich glaube, das Einzige, was ich mich dran erinnern kann, genau, hier war ja der Endboss. Hier unten, wenn ihr euch noch dran erinnert. Gerne dann den zweiten Teil vom Livestream gucken. Bei diesem Endboss brauchst du nur ein Messer und bist innerhalb von 50 Sekunden durch. Kannst dir gerne bei mir auf dem Kanal gucken. Speedrun, ich denke mal so bei 18 Minuten rum wirst du es sehen. Auch ganz in meiner Playlist drin, in der Resident Evil 2 Playlist. Wer Bock hat, kann sich das gerne angucken. Und das Einzige, was ich mich jetzt noch dran erinnern kann, wenn wir jetzt die Leiter hochgehen, werden wir erstmal von tollwütigen Hunden befallen. Ja. Mal schauen. Ja, wenn wir die Leiter hochgehen, sind wir in der Tiefgarage. Das sind keine Hunde, oder? Ja. Achso, okay. Oder du bist dafür schon ein bisschen weiter gewesen. Müssen. Geh mal hier lang. Oder ist es der B-Durchgang? Ich hoffe, die kommen mir nicht hinterher. Okay, ich muss mal eben den Spielsound leiser machen. Ich melde mich dann gleich wieder. Okay, also wie gesagt, es macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken, du unterhältst auf jeden Fall die Leute. Macht auf jeden Fall Spaß, würde doch gerne weitergucken. Ich lasse dir auf jeden Fall ein Like da und ich abonniere natürlich auch, klar. Ja, macht auf jeden Fall Bock, dir zuzuschauen. Ich würde sagen, das war's von dem Kanal, wir gehen zum dritten Kandidaten. So, wir sind jetzt bei Myosin? Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Heißt der Myosin? Moisin? Myosin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt den Namen lesen. Ohne TV diesmal. Ja, du hast einen Kanal-Trailer, sehr cool. Beziehungsweise, weißt du, was ein, einfach nur ein Video ist, was du jetzt einfach nur als Vorschau hier drauf gepostet hast. Ein richtiger Kanal-Trailer scheint es wohl nicht zu sein. Egal, Banner. So, deine Social Media ist alles schön aufgelistet. Kann man sehr gut sehen, weil der Hintergrund natürlich jetzt auch nicht wild durcheinander ist oder so. Einfach ein blauer Verlauf. Schönes Logo. Den Namen. Gamer ohne Humor. Okay. Und ja, sieht gut aus. Was soll ich sagen? Ist schlicht, aber gut. So, okay. Wir gehen auf Kanalinfo. Trailer gucken wir uns gleich an. Oder gucken gleich auf jeden Fall ein Video rein. Ich glaube, das ist kein Trailer. Ich glaube, das ist nur ein Video. So, Beschreibung. Let's Play, Gameplay, Walkthrough, lustig, funny, Indie-Games, Call of Duty, Battlefield. Okay, einfach nur Text reingesetzt. Weiß ich nicht, würde ich würde es rausnehmen. Wofür? Also die Text hast du ja in jedem Video drin, also von daher. Falls du ebenso keine Humor hast, kannst du mir gerne ein Abo da lassen. Okay, wir sind gespannt. Ich gucke auf jeden Fall gleich mal rein, ob du Humor hast. Playlist. So, okay. Aber da gibt's einiges, okay. Spyro, Star Wars, Battlefield, Plant vs. Zombies, Red Dead Redemption. Okay, Modern Warfare. Modern Warfare ist auch cool, da gucke ich gleich mal rein. So, wir gehen auf Videos. Okay, Thumbnails sind am Start. Auch sehr strukturiert, wie ich sehe. Ganz cool eigentlich. Doch, kann man nicht meckern. Sieht ganz gut aus. So, okay, wir gucken uns einfach mal in ein Video rein. Wir gucken in, ich würde gerne Modern Warfare sehen. Hier, Modern Warfare. Chipmunk Gameplay. Oh Gott, nee, kein Chipmunk. Chipmunk 24-7. Kill von Chipmunk. Chipman, überall Chipman. Free for all auf Shoothouse. Das sieht gut aus. Wir gucken jetzt Free for all auf Shoothouse. So, das wird interessant. Sold out, you're on your own. No, he's not! Grenade out! Sind wir jetzt direkt im Spiel direkt gestartet? Also gab es da keinen Anfang direkt mitten in der Runde? Okay, ja gut, okay. Ich schwöre einfach mal in die Mitte irgendwo rein. Enemy care package. Du scheinst auf dem PC zu spielen oder zumindest mit Tastatur und Maus. We've lost radar.
Ja, okay, Maus. We have a personal radar drone ready for escort. Das sieht man allein schon in der Bewegung. Oh. Boah, ja, das war aber. Das war aber Luck jetzt noch. Das nicht mehr. Okay, was ich schade finde, ist, dass du nicht redest. Also gar nicht. Überhaupt nicht. Dass man dich nicht sieht, ist eine Sache. Ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand keine Facecam hat oder auch keine Facecam nutzen möchte. Das ist vollkommen okay. Okay, hier steht ja auch No Commentary. Ich guck mal, ob ich ein Video finde, wo du auch quatschst. Komm, wir nehmen Shipband, ist egal. Ach, auch No Commentary. Mhm. Hast du denn irgendwas, wo du auch redest? Mal gucken hier. So. Okay. Handsimulator Survival, hör mal, ist das schon mal richtig geil. Region, wo sind wir denn hier? In Russland sind wir doch, ne? Oder nicht? Junge, das spielt doch keine Sau, die Scheiße. So, Freunde, dann wollen wir mal schauen, was das Spiel zu bieten hat. Training, ja gut. Read the Knowledge Book. Dann würde ich mal sagen, reading with the Knowledge Book. Loading Level. Christmas Cruise. Comfortable Cabins, Great Liner. Aha. Ja, das ist eigentlich geil, Freunde. Spiel. Also, wenn ihr noch keinen Urlaub gebucht habt, ihr wisst Bescheid, ne? Ja, Hammer. Schauen wir, wie die Aussicht ist. Sehr schön. Survive Guide. Ich glaube, das müssen wir anfassen. Müssen wir öffnen. Die Hand. Aber nicht. Oh mein Gott. Wie macht man das denn hier? Warum? Machst du so mit mir? Freunde, das Spiel ist einfach crazy, die Steuerung. Attention, left alone on the island, wait for the liner. Build a fire to signal. The ship comes. Ob ist diese Musik eigentlich im Spiel drin oder hast du die drunter gelegt? Ey, das ist ja mal übelst crazy, das Spiel. Was ist das denn? Was ist das überhaupt für ein Spiel? Head Simulator. Das muss ich mir auf jeden Fall gleich angucken. Das ist, The Night. Okay. Okay, anscheinend kann man hier nicht raus. Ich glaube, wir müssen einfach diese Scheiße hier nehmen und müssen uns das angucken. Wie greift man das überhaupt? Wie nimmt man sich das? Okay. Ich hab's in der Hand, Freunde! Ich hab irgendwas in der Hand. Was auch immer das sein soll. Ja, und jetzt? Was mach ich denn damit? Da ist ein Schlüssel. Ah, warte mal, Freunde! Ein Schlüssel! Der ist wichtiger. Den nehmen wir uns jetzt. Komm, streck deine Hand doch aus, du behinderten Krüppel. Ja. Hallo, hier. Nimm doch den Schlüssel, Mann. Wow. Was ist das für ein Spiel? Oh, herrlich. Oh, definitiv Daumen nach oben. Definitiv. Sehr geil. Also mir gefallen deine Kommentare ist definitiv besser als deine No-Commentary-Videos von Modern Warfare. Obwohl ich Modern Warfare mir natürlich gerne angeguckt hätte, aber ohne zu quatschen und so, wird es halt langweilig, ne? Aber das ist ja mal crazy, ey. Das ist ja mal richtig crazy, dieses Game. Habe ich noch nie was von gehört. Hand Simulator Survivor, das ist unglaublich. We'll be right back.